So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. Wir müssen noch einmal zurück zu unserem Holzfäller-Freund. Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Zentrum des Waldes. So kommen wir am besten dahin. Denn wir können bei dem jetzt uns noch etwas Mahagoniholz mitnehmen. Jetzt, wo wir in sein Haus können. Habe ich auch wieder total vergessen. So, einmal hier herein. Denn wir können mit dem Feuerlöscher das Feuer hier ausmachen. Ich liebe solche Sachen. Was für Sachen? Simon, wovon sprichst du? Wusch. So, und den Haken. Das ist an der Feuerstelle befestigt. Benutzen. Benutze Haken. Bewege Haken. Das geht doch so nicht. So. So können wir den Haken bewegen. Und wir kommen in das geheime Holzlager. Hier haben wir Mahagoni. Ihr braucht Mahagoni, oder? Jetzt bin ich verunsichert. Ich mag Mahagoni. Ja, Mahagoni ist schon... jetzt muss ich ganz kurz... haben wir denn... Nein, haben wir nicht. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Okay, wir fahren einfach hoch. Den Haken können wir nicht mehr benutzen, denn ich brauche noch einen Steighaken. Irgendwas zum Aufsteigen. Mahagoni haben wir. Dann gehen wir zuerst mal zu den Holzwürmern. Ich hoffe, die finde ich. Ich hoffe, die finde ich so schnell wie möglich. Die sind ja links von der Trollbrücke. Frage ist, oben oder unten? Eine Stunde Ach, ist schon rum. Du schon wieder. Ich hatte Probleme mit den Tasten. Ja, die Tasten klemmen. Tasten sind kaputt. Wir müssen alle Tasten austauschen. Tut mir leid. Es dauert wohl noch ein Jahr. Mindestens. Eher mehr. Links, da müssten doch eigentlich jetzt sein, oder nicht? Simon, gehst du bitte raus? Nein. Müssen wir nochmal zur großen Kreuzung. Oh, die Holzwürmer, die waren irgendwo ganz am Anfang, das weiß ich. Hier nach unten und dann nach links? Ich glaube ja. Ja, das sieht richtig aus. Entweder da hoch oder hier nach links. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Orientierung. Hier. Ach du Kacke. Jetzt geht das schon wieder los. Ah, waren die nicht... Ich gehe nochmal nach ganz links. Da sind die eigentlich nicht verfehlbar. Kommen wir hier jetzt schon am Stadttor raus? Ja. Das heißt, die müssen hier ja im übernächsten Bildschirm. Die müssten ja entweder... War nicht hier unten? Weil hier unten kommen wir ja auch zum Hexenhaus. Müssten die hier rechts sein, ne? Ich pack schon mal mein Holz aus. Dann geben wir dem Baumstumpf etwas Mahagoni. Das ist einfach nur dumm. Warum? Das ist einfach nur dumm. Vielleicht muss ich einfach mit ihnen reden. Hast du denn dieses Mahagoni schon? In der Tat, ich habe es. Ach. Und
Was zum Geier? Das war wunderbar. Ziemlich gemütlich in diesem Boot, was? Woher soll ich das wissen? Problemo. Wenn du uns fragst, ruf einfach, okay? Na gut. Ich glaube, ich mach mal ein Nickerchen. Tschüss. Seltsam. Ach, von all dem, was hier in dieser Welt passiert, sind die Holzwürmer das Seltsamste. Okay, interessant. Dann müssen wir noch mal ganz kurz den Turm hoch. Jetzt, wo wir die Holzwürmer haben. Auch nochmal. Huch, das war falsch. Dann war der Turm hier unten. Ja. Kletter nochmal ganz kurz hoch. Beziehungsweise müssen wir die Tür kaputt nagen lassen oder oben den Boden. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es war der Boden. Hier, Bodenbretter, genau. Benutze Holzwürmer mit Bodenbretter. Okay, Jungs. Jetzt seid ihr mal dran, mir einen Gefallen zu tun. Null Probleme. Ja, guten Appetit. Es war zu viel des Guten. Da haben wir noch ein Loch. Was haben wir denn hier noch? Tür? Kann ich die von innen aufmachen? Es ist mit einem Keil verschlossen. Dann kann ich ja den Keil nehmen, oder? Ah, da, ja, genau. Nimm Keil. Kann ich ja die Tür aufmachen und dann das Loch runtergehen. Ich kann hier nicht herunter. Es ist zu tief. Okay, dann können wir hier vielleicht endlich die Leiter benutzen. Ja, können wir. Gruselig. Wenn wir den Sarg bewegen. Das ergibt doch keinen Sinn. Öffne Sarg. Wie seltsam. Voller Bandagen. Seltsam. Ja, ja. Haben die zufälligerweise Interesse an einer Beerdigung? Simon und Sohn Einbalsamierung zu ihren Diensten. Hilfe, Mumi, Mami. Das war knapp. Wow, aber wir müssen da nochmal runter. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Und was denn ganz schnell? Ich habe sowas schon mal in Comics gesehen. Ganz schnell. Einfach am Verband ziehen. Und die Bandagen, kann ich die auch mitnehmen? Ich kann auch ohne 1000 Jahre alte Bandagen leben. Aber den Stab nehmen wir auf jeden Fall mit, denn den brauchen wir ja, den kennen wir ja schon. Können wir mit den Bandagen reden? Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Aber er hat ja mal gelebt. Ein Haufen Schmutz und Bandagen. Okay, dann können wir damit nichts mehr anfangen. Jetzt muss ich ganz kurz noch... Wir müssen... Moment. Nochmal zum Drachen. Wir können irgendwie da hoch. Mit diesem Felsvorsprung. Ich weiß nicht mehr, wie... Das ist eine Felsenspitze.
Das geht doch so nicht. Irgendwie müssen wir da hoch, aber ich weiß nicht mehr wie. Jetzt muss ich ganz kurz... Bei den Zwergen bekommen wir einen Haken. Ein Haken vor der goldenen Tür. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen. So, ich habe mir jetzt nämlich mal nebenbei, falls ich hängen bleibe, weil bei dem Spiel ist es halt, wenn ich hängen bleibe, dann ist es richtig dramatisch. Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst. Ach ja, richtig. Wir haben den Bart nicht an. Aber ich bin ein Zwerg. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Bärte. Also verzieh dich. Ich habe ihn abrasiert. Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Nein, ich muss richtig trage Bart. Aber wenn ich hier hänge bei dem Spiel, wow, dann... Oh, sehr hilfreich. Kratzt nur ein wenig. Dann wird es ziemlich fatal. Hallo, mein Freund. Hallo. Wie lautet das Passwort? Ist es Bier? Du kannst rein. Na, endlich. So, dann gehen wir nochmal runter. Die Wache ist zum Glück immer noch betrunken. Sehr gut. Zeit für einen scharfen Abgang. Wo ist dieser faule Kerl? Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. So, den... Nein. Nimm... Haken. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Hi ho, hi ho. Wir sind verliebt und drauf. La 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 la. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Hi ho, hi ho. So, dann wieder einmal hoch zum Drachen. Jetzt kommen wir da nämlich hoch. Benutze Haken mit Felsen. Wie auch immer das funktionieren soll. Ach, da hängt ein Seil am Haken dran. Dann, nehme ich alles zurück. Simon the Bergsteiger. The Bergsteiger vor allem. Benutze. Okay, gehe zu Felsen. Na dann auf. Mach mal. Das will ich sehen. Elegant. So, und hier... Ah, hier ist ein Loch, genau. Und mit dem Loch können wir jetzt benutze Seil und Magnet mit Loch. Das ist verrückt. Jeder weiß, dass Gold nicht magnetisch ist. Ist es das nicht? Wusste ich tatsächlich nicht. So, das Ganze können wir 3-mal machen. Und bekommen jedes Mal etwas Gold. Noch einmal. Und noch ein 3. Mal. Das Gold werden wir gleich brauchen. Wenn ich noch ein bisschen was auf Tasche habe. Aber kann ja auch nicht schaden. Kann ja auch nicht schaden, ein bisschen mehr Geld auf Tasche zu haben, ne? Kennen wir ja alle. Wenn du die Wahl hast zwischen einem 10er im Geldbeutel und einem Fuffi im Geldbeutel, dann nimmst du halt den Fuffi. Was? Das ist ganz einfach. So, und jetzt schnell reisen wir wieder zurück zum Dorf und müssen in die Kneipe. Denn wir haben jetzt den Zauberstab, den die Zauberer ja haben wollten, damit sie uns aufnehmen in ihrer Gilde der Zauberer oder so. Gib so, den Zauberer und ich den Stab. Bin der Ostwind, richtig? Nun, mir scheint, wir haben den Jungen unterschätzt.
Und jetzt macht ihr mich zum Zauberer, richtig? Es sind erst noch einige Formalitäten zu klären. Könntest du bitte diese Fragen beantworten? Name? Uri Geller, Gandalf, Merlin, Simon. Simon. Danke. Jetzt musst du nur noch die Abonnementprämie leisten und dann bist du ein Zauberer. Abonnementprämie? Ja, nur 30 Goldstücke für Junior-Mitglieder. Paar lächerliche 30 Goldstücke. Lächerliche 30 Goldstücke. Wo sind die Münzen? Also ist die herrschende Windrichtung Norden. Hier sind sie. 30 Goldstücke in unmarkierten Münzen. Kann ich jetzt ein Zauberer werden? Nun, ich nehme es an. Kraft meines Amtes ernenne ich dich zum Zauberer. Das war's? Ja. Keine Zeremonie? Nein. Keine jubelnde Menge, Konfetti, wilde Orgien, Plakate und auch keine Eiscreme? Normalerweise nicht. Na gut. Du erhältst ein Jungzauberer-Startpaket. Ein Startpaket? Wie bei der Eröffnung eines Bankkontos. Kriege ich auch ein Scheckheft oder ein Stift? Kriege ich auch ein Scheckheft und einen Stift? Nein, aber du erhältst dafür anderen Kram. Du bekommst einen Stab. Eine Wizkid-Mitgliedsplakette? Eine Wizkid-Feder. Wizkid-Notizpapier. Den Wizkid-Superstartbausatz. Eine Mitgliedskarte. Eine Ausgabe des Wizkid-Magazins jedes Vierteljahr. Und viele andere wundervolle Dinge. Und das alles in dieser kostenlosen Wizkid-Tasche. Vielen Dank. Nice! Bist du jetzt glücklich? Beantwortet mir nur ein paar Fragen. Wer ist Sordid? Was passiert mit Calypso? Warum habt ihr mir diesen nutzlosen Müll gegeben? Wo ist die Tür? Drüben an der Tür. Richtig. Das Wizkid-Mäppchen. Gut, noch? Freunde, wir sind Zauberer. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, damit mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich glaube, und ciao.